Hallo und willkommen zurück hier zu Ticket Light an diesem äußerst warmen Tag. Ich habe unangenehme 26 Grad in meinem Zimmer, in meiner Wohnung und fürchte, dass es in meiner Wohnung noch viel wärmer werden wird, denn ich habe jetzt ja auch noch hier den PC am Laufen und wenn der gleich wieder ein bisschen was zu rendern kriegt, beziehungsweise ich wieder die dicken 3D-Spiele auspacke, dann ja, wird meinem PC warm und wenn mein PC warm wird, dann wird automatisch mir auch warm. Aber gut. Das letzte Mal waren wir damit beschäftigt, da, ich hatte gerade einen kleinen Ruckler, ein Loch zu buddeln, denn ich brauche Rohstoffe und zwar nicht gerade wenig davon. Vor allem brauche ich Diamanten. Warum ich das brauche, werden wir ja bestimmt in der nächsten Folge zu sehen kriegen. Denn dann, ach hoppala, jetzt habe ich meine blöde Fackel hier weggehauen, möchte ich den nächsten Schritt einleiten in der Energiegewinnung. Und es wird euch sicherlich interessieren, wie ich das mache. Denn das ist eigentlich in Ticket Light eins der Hauptpunkte, mit denen man anfangen muss. Und hier habe ich gerade richtig Glück. Nicht nur, dass ich Eisen, Kohle gefunden habe, sondern da oben sind auch Diamanten. Ich mache es mir gerade ein bisschen heller, dann sieht man es besser. So. Gut. Ein Glück habe ich noch die anderen Spitzhacken dabei. Ich habe auch ein bisschen was an meinen Einstellungen verändert. Das heißt, wenn wir Glück haben, könnt ihr endlich mal mein volles Interface bestaunen, ohne dass es abgeschnitten wird. Das wäre natürlich für euch sehr angenehm, denke ich. So. Das hat sich doch gelohnt. Dann kann ich nachher auch die Quarry direkt wieder antreiben. Ja, Redstone, da braucht man auch immer eigentlich mehr als weniger von. So. Alles eingepackt. Sind wir mal gespannt, was hier noch so alles Schönes rauskommt. Während ich hier weiter vor mir hinschmelze. Oh, das ist echt so furchtbar. Also, so langsam könnte hier doch mal jetzt eine kleine unterirdische Höhle kommen. Und ich muss jetzt auch aufpassen, weil ich buddel mich gerade Richtung Vulkan durch. Nicht, dass ich ein spontanes Ableben erlebe. Das wäre weniger schön. So, das Inventar hat noch Platz. Ja, jetzt wird's gerade spannend. Also man müsste jetzt eigentlich auch jeden Moment die Schaufel durchbrennen. Hoppala, da gibt's wieder ein bisschen Kohle. Und eine Menge von diesem, ja, wie hieß es nochmal, Nikolite. Ich bin mal gespannt, ob es da jetzt eine bessere Verwendung für gibt, als wie in Klassik hat man es ja einfach nur in den Konverter reingeschmissen. Also in den Kondensator reingeschmissen, um irgendwas anderes draus zu machen. Ha, ich finde aber echt eine ganze Menge Redstone gerade. So. Oh, lassen wir mal gerade da. Da sind wir mal sparsam. Also ich würde gerne wenigstens noch eine Diamantenader finden. Und dann kann ich wenigstens sagen, das reicht erstmal. Dann geht mir für meinen Plan nicht mittendrin plötzlich der Rohstoff aus. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Und was haben wir hier?
Ja, das nehme ich mal komplett mit. Schadet nicht. So, also ich bin jetzt auf Höhe des Vulkans, buddel mich aber noch so ein bisschen schräg dran vorbei gerade. Und mir wird immer wärmer und das liegt leider nicht am Vulkan gerade. Ach je. Warum muss ich jetzt so viel Erde hier finden? Und genau dann, wenn meine Schaufel. Oh, ein bisschen Gold. Ah. Das nehme ich natürlich auch mit. Weil Gold ist auch irgendwie aus irgendeinem Grund hier relativ selten. Ah, und ihr seht, da unten ist schon der Bedrock. Das heißt, ich bin ganz unten angekommen. So, jetzt müsste eigentlich jeden Moment meine Schaufel auseinanderfallen. Ja, Inventar hat immer noch Platz. Oh. Okay, die Richtung, da geht's jetzt nicht weiter. Gehen wir mal hier lang. Oh ja, das habe ich ja hier ganz übersehen gerade. So, die Lava wurde offiziell gefunden. Ich versuch's mal hier ein bisschen höher. Ja, aber jetzt ist mir leider die Schaufel durch. Da hören wir die Lava wieder. Also Diamanten gibt es ja immer gerne in der Nähe von Lava. Oh, ihr seht auch, hier tropft auch alles schon. Das ist unpraktisch, also muss ich jetzt äußerst vorsichtig vorgehen, bevor ich mich hier gleich noch selbst umbringe. Immer schön nach oben gucken. So, dann versuchen wir es nochmal. Ah, perfekt. Genau da wollte ich nämlich hin. Auf die Ebene der Lava quasi. Jetzt muss ich mir nur aufpassen, dass ich hier nirgendwo runterjumpe. So, immer ganz, ganz vorsichtig. Ich möchte ja auch nicht die ganze schöne Lava kaputt machen. Die wird man nämlich auch noch sicherlich ganz gut brauchen können. So, das hier sieht doch wunderbar aus. Ah, müssen wir nur gerade mal. Da unten sind sogar Diamanten. Ich muss mir ja gerade nur mal ein bisschen Luft verschaffen. So, wunderbar. Ihr seht da, das ist zumindest ein Diamant, wenn da jetzt nicht direkt Lava drunter ist. Sehr schön. Einfach ein bisschen vorsichtig sein. Na, lass mich da raus. Ach, jetzt komme ich. Ist doch jetzt ein Witz. Ich häng fest. So. Wirklich einen Schritt nach dem anderen machen. Sehr schön, jetzt habe ich noch ein paar Diamanten abgrasen können. Dann schaue ich da mal, was hier noch so alles rum schwimmt. Na, ach, dieses Wasser, das geht mir echt auf die Nerven. Also nochmal ordentlich Kohle mitnehmen. Aber jetzt auch ein Ticken vorsichtiger. Ich möchte nicht da unten in der Lava landen. Das würde mein Projektvorhaben doch um, ja, einige Stunden zurückwerfen. Und ich glaube, das kann ich euch nicht antun. Oh. So, einmal zugemacht. Ich komme hier aber auch gegen die Strömung gerade überhaupt nicht an. Wunderbar. Erkunden wir doch gerade mal ein bisschen die Höhle. Ja, hier ist gar nichts. Dann gehe ich da jetzt mal auf den Rückweg. Schauen wir doch mal, was wir hier noch gerade so ein bisschen mit mitnehmen können.
So. Na, wo bin ich denn hergekommen? So, jetzt ganz... Oh, da haben wir noch einen Diamanten. Na, perfekt. Den muss ich jetzt aber auch noch mitnehmen. Na, aber ganz, ganz vorsichtig. Ja, super. Dann geht's jetzt mal auf den langen und beschwerlichen Rückweg. Und dann wird Bestandsaufnahme gemacht. Das nehmen wir noch mit. Oh, habe ich wirklich so einen langen Tunnel gebuddelt? Eieiei. Irgendwo bin ich offensichtlich falsch abgebogen. Da wird es wieder zurückgehen. Ja, versuchen wir es mal hier. Okay, ich verlaufe mich gerade in meinen eigenen Tunneln. Das ist blöd. Okay, Plan B. Ich gehe so nah wie möglich in die Richtung meiner vermuteten Basis. Das war nämlich dann in diese Richtung. Und, hä? Jetzt bin ich aber echt gerade ein bisschen verwirrt. Nun gut, also jetzt kommt dann Plan B. Und zwar nach oben buddeln. Auch wenn das hier gerade noch nicht so ganz gut klappt. Das war jetzt aber echt ärgerlich, dass ich mich da so verlaufe. Vor allem, ihr hört jetzt ja auch das ganze Zeit, hier ist nochmal irgendwo Wasser. Wahrscheinlich bohre ich jetzt hier genau eine Wasserader an. Also wo ich jetzt gleich rauskomme, das wird dann doch sehr interessant. Ah, jetzt muss ich ja schon mich mit bloßen Händen freigraben. Ja, das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, denn eigentlich wollte ich jetzt zumindest schon mal ein bisschen Items craften. Damit hätte man schon mal gesehen oder erahnen können, was ich dann jetzt eigentlich vorhabe. Aber ich glaube, da wird gerade nichts draus, weil ich mich hier so geschickt nach oben buddeln muss. Aber ja, mehr Zeit. Ein Glück, dass ich hier doch ein paar mehr Fackeln mitgenommen habe. Ah, das Eisen hier müssen wir noch gerade mitnehmen. Ist auch nicht so viel. Oh je. Das kann auch nur mir passieren. Oh, noch ein bisschen Uran gefunden. Das ist natürlich ganz nett. Nehme ich gerne mit. So, wir haben es schon auf 40 geschafft. Das ist schon mal doppelt so hoch wie eben. Noch alles von diesem schönen, exotischen Kram hier mit. So, das wär's dann mit den Fackeln. Ah, ne, Moment, nee, ich habe ja, ach, Quatsch, ich habe ja noch eine zweite Portion dabei. So, Entwarnung. Okay, da kommt der Sand. Quatsch, Sand, der Kies. Das heißt, mit Glück könnte es dann gar nicht mehr
allzu weit sein. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich die Schaufel nicht mehr habe. Im schlimmsten Fall ergießen sich gleich Wassermassen auf mich. Denn ich sehe gerade auf der Karte, dass ich so Richtung Wasser am Steuern bin. Ja, die Kohle lasse ich jetzt auch liegen. Ich will jetzt eigentlich nur noch nach oben. Oh je. Ja, ist ja klar, dass ich genau jetzt Tonnen von Kohle finde. War ja so klar. Die Flucht nach oben lohnt sich ja schon fast mehr als der Weg nach unten. Aber jetzt kann es aber doch nicht mehr weit sein. Ja, hier haben wir schon Erde. Aber noch kein Licht in Sicht. Ah, wir haben es nach oben geschafft. Juhei, wir sind dem Berg entkommen. So, jetzt lasst mich mal gerade nochmal nach oben, damit ich hier ein bisschen einen Überblick bekomme, wo ich eigentlich bin. Da hinten ist mein Vulkan. Das heißt, meine Höhle kann nicht weit entfernt sein. Boah, aber hier war total verfranst. Na gut, hoppala. Hier auf diesem schönen Aussichtspunkt. Ach, da hinten. Ach Gott, ich habe mich total verlaufen. Na gut, aber das soll dann auch für heute reichen. Ich habe es erfolgreich geschafft, ein paar Ressourcen zu besorgen. Ihr seht, das ist komplett voll. Auch Diamanten in ausreichender Form vorhanden. In der nächsten Folge sehen wir dann, was ich damit alles so anstelle. Und wie immer, vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.